Wie kannst du mit deiner Ernährung die Regeneration beim Sport beeinflussen? Wir klären es in diesem Video, also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert. Neben mir sitzt wieder Dr. Christina Steinbach und wir reden über die Regeneration beim Sport. Denn du bist bei Instagram gefragt worden, was kann man da tun über die Ernährung? Und Das ist, glaube ich, so dein Spezialthema, ne? Ja, Lieblingsthema. Lieblingsthema, ja, okay. Dann leg einfach mal los und erzähl uns mal ein paar Sachen dazu. Gerne. Genau, ihr habt mich gefragt, was kann ich denn eigentlich machen, um möglichst schnell zu regenerieren nach sportlicher Aktivität. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es lange Zeit tatsächlich ein bisschen untergegangen ist. Aber je besser regeneriert du bist nach einer sportlichen Einheit, desto mehr Leistung kannst du natürlich auch erbringen und desto eher kannst du auch die Leistung steigern. Ich würde mich ganz gerne so auf zwei Aspekte beschränken. Erstmal, das Thema ist natürlich sehr weit und ich habe ja auch nicht immer so viel Zeit, ne? Das heißt, das erste wäre tatsächlich das Trinken. Also es ist wirklich so, gerade wenn du jetzt in einem nicht ganz so hohen Leistungsbereich bist, trinke ausreichend, versuche wirklich schon gut hydriert auch in deine Trainingseinheit zu starten und denke vor allen Dingen immer dran, gerade wenn du stilles Wasser auch trinkst, weil es vielleicht besser verträglich ist, dass du je länger deine Trainingseinheit geht, auch wirklich das ausgleichst, was du schwitzt. Das bedeutet, nicht nur Wasser, sondern vor allen Dingen auch Mineralstoffe, also die sogenannten Elektrolyte. Und da ist das Salz vor allen Dingen eine ganz wichtige Rolle oder spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, gerade wenn du länger als so vielleicht 2 Stunden, manchmal auch schon ab 1 Stunde, also länger als 1 Stunde geplant Sport machst, macht es auf jeden Fall Sinn, schon während der Einheit so eine Prise Salz ins Wasser zu machen. Jetzt ist es je nach Sportart so, dass du nicht deine ganze Trinkmenge während des Sports ausgleichen kannst. Das heißt, für die ideale Regeneration weißt du aber, wie viel du brauchst. Und da kannst du einen Hydratationstest machen. Das heißt, du wiegst dich vor der Einheit am besten nackt und wiegst dich nach der Einheit am besten nackt und weißt ganz genau, wie viel du währenddessen getrunken hast. Und die Differenz des Körpergewichts, die dann noch bleibt, das ist das, was du auch noch nachtrinken solltest. Das ist ganz wichtig, um Krämpfen vorzubeugen, um dann tatsächlich auch am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Der zweite Aspekt ist das Essen. Und da ist es tatsächlich ganz wichtig, dass du nach der Trainingseinheit das ausgleichst, was dein Körper im Prinzip braucht. Je länger die Trainingseinheit war, umso wichtiger ist es. Und da gibt es eigentlich so die zwei Aspekte. Das ist einmal die Kohlenhydrate. Und das sind die Eiweiße. Und beides solltest du tatsächlich relativ zügig nach der Trainingseinheit ausgleichen, weil da die Aufnahmefähigkeit vom Körper am höchsten ist. Es gibt da so ein bisschen so eine Pauschale, dass du mindestens 40 Gramm, 30 Gramm Eiweiß, vollwertiges Eiweiß brauchst, also mit allen essentiellen Aminosäuren und vor allen Dingen aber über den Tag großen Wert auf dein Leucin legen solltest. Das ist eine essentielle Aminosäure, da könnt ihr mal im Internet schauen, da gibt es ganz tolle Tabellen zu. Um jetzt wirklich auch eine gute Regeneration hinzukriegen, ist es gut, wenn du Protein und Kohlenhydrat so in einem Verhältnis 2:1 bis 1:1 zu dir nimmst und dann tatsächlich gerne die Kohlenhydrate auch ein bisschen kurzkettig, dass es zum Beispiel gerade auch in die Glykogenspeicher schnell geht. Wenn du das schon mal beachtest, hast du wirklich schon ganz, ganz viel für deine Regeneration getan. Bei dem Thema könnte ich natürlich jetzt, ne, ausschweifend alles für jede Sportart erklären, weil es halt immer sehr, es kommt immer ein bisschen drauf an, auch was man macht. Ich versuche mich ja immer so in die Köpfe dann der Zuschauer rein zu versetzen. Mir wäre das jetzt alles, ich habe das klar verstanden, aber mir wäre es noch ein bisschen zu, ja, zu nebulös. Was heißt das denn konkret? Ich komme jetzt aus dem Studio, habe da 2 Stunden lang ordentlich trainiert, habe geschwitzt, habe mich nackt gemessen, das habe ich noch hingekriegt und trinke jetzt ordentlich. Aber was koche ich mir denn? Was bereite ich mir zu? Also kohlenhydratreich, Verhältnis 1:1, 1:2, alles schön, aber was heißt das auf meinem Teller? Also was ganz wichtig ist tatsächlich, erstmal schon zu überlegen, ob es ausreicht, dass ich mir was koche. Weil gerade wenn ich nach dem, oder vielen geht es so, wenn die nach dem Sport sind, je nachdem wie aktiv
die trainiert haben, gerade den Krafttrainingsleuten, geht es manchmal so, dass die dann erstmal so gar nicht keinen Hunger haben. Ja. Also es ist nicht so leicht, direkt nach dem Sport was zu essen. Und da würde ich tatsächlich dann eher auf einen Eiweißshake mal zurückgreifen. Oder es gibt mittlerweile auch Riegel oder so. Ne? Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Shake sein. Aber da wären eben so diese 30 Gramm, das ist meistens so ein 0,3, 0,4er Shake, der da zubereitet wird, schon mal gut. Wenn du kochen möchtest oder wenn du essen möchtest direkt danach, dann sind immer zum Beispiel so Sachen wie Harzer Käse, ach so, Schweinereien, Rindfleisch, ne? Also, okay, das sind solche Sachen oder auch wirklich mal Forelle, ne? Also ein Fisch oder sowas, so als kalte Variante gut und dann reicht es aber wirklich, eine Scheibe Brot dazu zu essen oder wirklich ein bisschen vielleicht Reis sich dazu zu machen, um diese Kohlenhydrate dann mit dazu zu kriegen. Also es ist jetzt gar nicht so dramatisch. Ja, aber daraus wird dann so langsam so ein, ne, so ein Schuh, wie man so schön sagt, dann weiß man, was zu tun ist. Ja, genau. Ja. Und ich sag mal, wer wirklich da sehr ambitioniert ist und sehr Leistungsgedanken hat, dann muss man das einfach wirklich berechnen. Und auch da würde ich dann wieder... Die Ernährungsberatung, die wir natürlich auch hier in diesem Video gerne wieder in die Infobox reinpacken. Ja, genau. Einfach mal kontaktieren, weil klar, wenn man richtig leistungsbezogen trainiert und regenerieren möchte, macht man sich am besten Plan. Genau, ne? Deswegen. Also, ne? Klasse. Habt ihr noch weitere Fragen, die wir so ohne in die tiefere Planung einzusteigen, habt, dann gerne wieder in die Kommentare rein. Mhm. Christina wird sie mit Sicherheit beantworten. Schickt uns auch eure weiteren Themenwünsche, gerade auch zum Thema Sport, weil da ist Christina durchaus viel unterwegs und macht auch einiges da in Vorträgen und in Workshops. Mhm. Wir danken euch fürs Zusehen. Bleibt vor allen Dingen gesund und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Tschüss und bis bald.